Ja, also so langsam füllt sich mein ganzes Haus hier. Was? Fallen lassen eigentlich. Irgendwas sagt mir, dass wir mit einem nicht weit kommen werden. Mit einem Bücherregal. Glaube, meine Katze möchte rein. So, hier haben wir noch ein bisschen Sachen, die wir da reinlegen können. Verrottete Sachen können wir direkt reinpacken. Guck mal, was alles nehmen. Habe gerade irgendwas richtig Schweres aufgenommen. Ja, auch wenn meine Katze jammert. Die ganzen verrotteten Sachen schmeiße ich auf jeden Fall weg. Es ist wirklich zufällig, wie das nimmt. Ich erkenne kein System. 100.000 Zeitschriften. Ich muss dann erstmal was essen. Mehr kann ich nicht tragen. Das wiegt bei fast 50 Kilo. Das ist wirklich die maximale Menge an. Bin ich auch nur durchnässt. Wenn man viele Spiele hat, braucht man das ganze Essen ja. Aber ich brauch's nicht. Oh, die Zitrone ist auch in der Zwischenzeit verrottet. Die Tomate ist noch frisch. Wie habe ich jetzt auf dem Boden etliches fallen lassen? Das Radio kann ich hier fallen lassen. Die wiegen ja auch recht viel. Die Holzkohle kann ich hier fallen lassen. Ah, die Holzkohle. Schmerzpillen passen hier oben gut rein. Fallen lassen. Das Jagdmesser kann ich hier hinlegen. Dauert nicht mehr lange, dann ist das hier auch alles problematisch. Ich hätte gern, dass meine Schüssel. Essen wir und dann machen wir auch gleich einen neuen, machen wir einen Gemüsesalat, damit die Tomaten auch gleich weg sind, dann sind die nämlich gleich wieder platt. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das Ding ist auch schon fast voll. Pilze könnte ich reinpacken, aber ich nehme die Tomate. Tomate, Zucchini, ich habe auch noch eine Gewürzgurke. Passt, also das klingt mir wirklich nach einer sehr merkwürdigen Kombination. Warum nicht Pilz? Noch ein Pilz haben wir. Und Champignons. Da könnte ich auch gleich eigentlich. Ist der jetzt frisch? Ja. Ding ist fast voll. Schüssel, habe ich noch eine? Nicht so aus.
Hier, aber hier war noch welche, oder? Keine Schüsseln mehr. Es ist auch nicht richtig sortiert. Da. Ich will auch keine Schüssel, ich will eine Bratpfanne, Mensch. Okay, was hauen wir denn da rein? Ich hätte gern die Butter auf jeden Fall nicht. Die Avocados. Die Tomate. Noch mehr Avocado am besten. Und dann Pilze und Eier. Und ein Ei. Dafür ist die Mayonnaise also. Das zählt als Gewürz? Boden wird nicht mehr, auch nicht mehr so viel Platz finden, aber ein bisschen was ist noch. Ach, es ist voll der schlampige Haushalt hier, muss ich. Bin ich ganz ehrlich, es ist furchtbar. Die Mayonnaise ist als Gewürz verwendbar. Jetzt weiß ich das auch. Ist halt ein Gewürz, was verdirbt mit der Zeit. Während Pfeffer und Salz endlos hält. Das wären solche Sachen, die man wirklich beachten muss. Also Mayonnaise immer in normale Salate packen. Dann gehen wir gleich nochmal sammeln. Voll der Messi-Haushalt. Da kommt zu den endlos haltbaren Sachen. Das nehmen wir hier mal raus. Den nehme ich mal raus. Das nehme ich hier raus. Auch die Elektronikteile, die sollte ich eigentlich jetzt zerlegen. Den Stift brauche ich auch nicht. Diese unverderbliche Nahrung ist halt echt essentiell wichtig. So, Schraubenzieher. Hier oben waren noch zwei Digitaluhren. Oder eine. Haben wir noch mehr? Die Batterie sollte ich mitnehmen. Okay. Elektrotechnik. Einmal eine Uhr zu legen. Das könnte ich gleich alles verarbeiten. Die brauche ich eh nicht. Da habe ich echt ein paar Sachen. Vor allem, das ist ein Fehler, der nicht passieren darf, dass es mehr wird, während wir Sachen zerlegen. Weniger kann es werden, aber mehr darf es nicht sein. Er zerlegt immer die, die er nicht zerlegen soll. Vielleicht kann man so wenigstens mal mit diesem Elektronik-Skill höher. Da habe ich noch ein paar Sachen zum Zerlegen.
Ich hätte gedacht, die kann ich auch zerlegen, da habe ich mich aber geirrt. So, wir haben jetzt haufenweise Elektronikschrott. Mit dem kann man doch bestimmt einiges anfangen. Ich weiß zwar noch nicht was. Warte mal, gibt's da denn irgendwas? Aerosolpumpe. Das wird dann vielleicht doch ganz interessant, wenn man das weitermacht. Aber da muss man halt echt schauen. Mann, nimm doch mal deinen Schwanz aus meinem Gesicht. Oh Gott, dieses Glühbirn her. Da leg ich auch einfach dazu. Metallplatten gehören nicht rein. Batterien. Die Batterien wiegen so viel. So. Metall haben wir noch ein bisschen. Mal gucken, wo der Typ ist. Den haben wir vorhin schon mal gehört. Stift und Schulranzen kann ich wegschmeißen. Uah, da ist er. Der hat mich voll erschreckt. Oh, eine Zeitung, danke. Die Sachen kann ich aber nicht liegen lassen. Das war wahrscheinlich auch der Typ. Ach ja, Schulranzen und Stift wollte ich noch entsorgen. Was zu essen brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht. Ich muss was gegen die Anstrengung tun. Nee, ich mache jetzt was gegen die Anstrengung. Hey, du sollst dich ausruhen. Ah, ich kann aus der Ecke. Wie geht's uns denn eigentlich? Machen wir doch davon welche. Den Käse würde ich gerne behalten. So tolle Sachen. Ich persönlich fände es wahrscheinlich echt eklig. Also rohe Pilze sind echt nicht meins. Man kann sie essen, da ist auch nicht so schlimm, wenn sie nicht ganz durchgegart sind, zumindest die meisten. Aber das wäre sowas von nicht meins. Den Schraubenzieher kann man hier lassen. Trinken werde ich noch finden. Oh, es wird irgendwie nicht besser. Muss schön sein, wenn man keine Fenster mehr hat, wolle. Dann hier mit dem Auto rumzukruisen. Ja.
Als das Auto ist nach der Schrotflinte die effizienteste Tötungsmaschine, die ich bisher kenne. Die ist ausgewichen. Danke fürs Abbremsen. Ach ja, das ist bevor. Mark. Klingt gigantisch toll. Da finde ich bestimmt was. Oh, ein Minzbonbon. Das nehme ich gerne mit. Und Lutscher, warum liegt sowas im Müll? Ja, wer weiß, wie dieser Lutscher aussieht. Wahrscheinlich. Da könnte man dann tatsächlich krank von werden, wenn man solche Sachen aus dem Mülleimer isst. Wenn sie nicht eingepackt sind. Oh, da kriecht einer. Hey du. Also hier müsste ich doch auch die tollsten Sachen finden drin. Ich hoffe nur, der Strom ist noch einigermaßen intakt. Das ist aber nicht gut, oder? Scheiße! Ungünstig. Es gibt so eine gewisse Zufalls... Chance, dass sowas passiert, wenn du ein Haus betrittst. Die werden mich auffressen. Ich muss hier weglaufen. Das sind zu viele. Oh, hier ist er mal. Oh, da kann ich mich gut verstecken. Aufgehört, wie mir scheint. Hier hatte ich schon alles. Die müssen natürlich alles voll sein. Ein bisschen voll ist es. Ich muss hier weg. Unbedingt in diesen Laden rein. Ich kann mich gegen einzelne behaupten, aber das sind einfach zu viele Gegner. Habe ich natürlich das Problem, dass ich mein Auto verloren habe. Ich muss da trotzdem wieder hin. Ich brauche das Auto. Oh, jetzt wäre die Schrotflinte echt super. Mann, ich hasse, wenn sie das Inventar öffnet, dann kannst du nämlich nicht schlagen. Hierher. Also wenn es euch darum geht, Zombies zu töten, ist ein Alarm super. Mit einer Schrotflinte hätte ich jetzt so viel Spaß haben können.
Beachte mich einfach nicht. Wie kommt es, dass die einen manchmal echt nicht auf entdecken? Oh, super. Das Küchenmesser und Buttermesser sind eigentlich die einzigen Waffen, die gut funktionieren, wenn du im richtigen Nahkampf bist. Ah, die Waffe hat halt auch den Vorteil von Flächenschaden. Ah, Scheiße! Nein! Das war, da war noch eine Verstärkung. Wie mies ist das denn? Das war's. Wir sind tot. Ah, nein! Alles umsonst. Tja, gebissen. Das waren vier. Ich hab's nicht gesehen. Es waren bloß drei. Ich dachte, die war tot. Dann können wir uns auch hier die Kugel geben. Wartet mal, ich mach's euch fertig. Ich hol's eine Pistole und knall jetzt hier so viel ab wie gehen. Das ist, muss ich sagen, wirklich das Frustrierende an diesem Spiel. Dass der halt wirklich mit einem Biss ist dein ganzer Fortschritt verloren. Einmal ist irgendwas schiefgelaufen, du hast vielleicht das Inventar aus Versehen geöffnet und deshalb konntest du es nicht angreifen oder so. Oder wie bei mir gerade, ist nochmal aufgestanden, weil ich dachte, die ist tot. Und du bist natürlich sofort gebissen und dann ist das Spiel vorbei. Du kannst nichts mehr machen, es gibt halt keine Heilung. Das ist wirklich der größte Manko, den das Spiel hat. Das hat gerade nicht reagiert. Es ist wirklich der größte Manko, den das Spiel hat. Ist auch eigentlich sehr schade, weil ansonsten ist das Spiel echt super. Sag mal, wieso hat eigentlich mein Handy nicht vibriert? Ich bin doch schon längst über die anderthalb Stunden hinaus, oder? Ach, hat sich deaktiviert. Wie schön, danke. Wer weiß, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Was machst du da? Das ist auch ein bisschen verbuggt, das Aussteigen. So. Schrotflinte. Schrotpatronen. Die nehmen wir auch alle. Warum bin ich eigentlich so langsam? Ich bin echt langsam. Könnte auch an den Schmerzen liegen. Wir werden jetzt eh gleich Fieber kriegen und das war's dann. Was soll schon passieren, sag mal? Schlafen? Passieren kann da eh nicht mehr viel. Wir werden jetzt eh gleich Fieber haben. Ja klar, nach dem Biss wäre ich jetzt auch völlig panisch. Oh, kann ich eigentlich mit Schmerzen schlafen? Egal. Ich esse jetzt natürlich noch was. Ja. Nachladen. Nachladen. Schrotflinte scheint geladen zu sein.
Ach scheiße, jetzt ist es dunkel. Ein Glück verschwenden hier keinen Sprit draußen. Kann mir eh alles egal sein, ich mache jetzt nur noch Schaden hier. Alles, was ich halt jetzt gemacht habe, ist für lau gewesen. Ah, es wäre so viel besser, wenn man das irgendwie hacken könnte und das mit dieser Infektion einfach ausmachen. So, kennt ihr euch nachher die Hütte im Wald erinnern? Sowas wird jetzt gleich passieren. Ich hätte wirklich das Spiel anfangs anders skillen müssen, da hat sich jemand verbarrikadiert. Lass, wir fangen mit der Pistole an. Warum bin ich so langsam? Ich hab dich doch gerade nachgeladen. Das sind doch eine 9mm Pistole. Ja, wir werden krank. Kannst halt nichts dagegen machen, das macht so gemein. Können wir auch mal schön unsere Munition verwenden. Oh, sind wir toll. Also wenn man keine Ahnung hat, vom Schießen ist die Waffe echt scheiße. Wow, diese Waffe ist wirklich doppelt kacke. Guck mal, wie schnell das hier geht. Also klar, die Pistole ist jetzt nicht so super, aber wir schauen jetzt gleich mal, was das hier. Ich weiß, dass die hier super. Ich müsste jetzt auf jeden Fall alle angelockt haben. Irgendwie aber auch nicht. Kommt mal alle her. Je mehr auf einem Fleck, umso besser. Wieso bin ich denn eigentlich so schlecht? Wahrscheinlich, weil Schießen so schlecht ist. Okay, dann ist die Waffe vielleicht doch nicht so überpowered, sondern. Obwohl der. Ich muss sagen. Man trifft echt gut sehr viele. Lalalala. Nicht so schön.
Pistole, wo bist du? Pistole. Irgendwas werden wir schon treffen. Ich glaube, die Munition ist leer. Boah, also wenn du nicht schießen kannst, hast du echt verloren. Stech mal jetzt aber ab, was geht. So viel mitnehmen wie möglich. Küchenmesser ist eigentlich eine super Waffe. Das einzige Nachteil ist, du musst halt ganz nah dran immer. Okay, ich lasse mich frühstücken. Aber es war doch mal lustig zu sehen, wie gut oder schlecht diese Waffe ist. Und ja, habe ich noch eine Verletzung? Hey, hier, Fleischi Fleisch. Mein Baseballschläger. Der Zustand ist eh kacke. Nein, was soll ich nur tun? Oh, ich kann mich immer noch irgendwie wehren. Wow. So, funktioniert irgendwie besser als erwartet. Jetzt bin ich eh am Arsch. Oh nein. Schauen wir doch an, wie unsere Verletzungen mitgehen. Aha. Also ein direkter Treffer verletzt uns auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall zum Zombie. Jetzt habe ich so viele Bisse. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich unten nicht infiziert bin, ist so gering. Sterbt, ihr Rebellenschweine. Ich habe dir mich in die Leiste gekratzt. Ein Biss wäre mir lieber von der Frau. Ja, wir waren eh ein Zombie. Fast 1000 Zombies. Das war trotzdem interessant. So, das war Let's Play Project Zomboid für heute. Ich hoffe, ich schalte wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.